Herzlich willkommen, lieber Markus Meschig, als Sozialpädagoge, Hochschullehrender und Leiter von Enter, der Fachstelle für digitale Spiele in Graz, bist du ja auch Experte zum Thema soziale Netzwerke. Und das wird das Thema für heute sein. Zum Einstieg habe ich jetzt ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht zur Mediennutzung von österreichischen Kindern und Jugendlichen. Und zwar 95% nutzen YouTube, 81% nutzen Instagram und bereits 70% TikTok. Wie kann man jetzt diese NutzerInnenzahlen erklären? Warum sind soziale Netzwerke so prominent bei Jugendlichen? Ich würde sagen, dass es nicht nur für Kinder und Jugendliche sehr interessantes Medium ist und dass die Nutzungszeiten nicht nur bei Kindern und Jugendlichen sehr groß sind, sondern auch bei Erwachsenen. Was daran liegt, dass soziale Medien nicht nur Plattform zum Austausch sind, sondern auch Form von Kultur, wo Menschen nicht nur privat, sondern auch beruflich Kontakte knüpfen, ja, und wo Kinder und Jugendliche nicht nur mit Freundinnen in Kontakt sind, sondern diese Plattform auch nutzen, um aktuellen Trends zu folgen oder diese zu kreieren, um Nachrichten zu konsumieren, um in Diskurse zu gehen und um sich selbst darzustellen. Ja. Gerade diese Selbstdarstellung ist etwas, was Kindern und Jugendlichen dann oft so vorgeworfen wird von Seiten von Erwachsenen, ja, mit diesem Unterton. Ja, die Kinder und Jugendlichen fotografieren sich dauernd selbst. Diese Selbstdarstellung ist aber gleichzeitig etwas, was bei uns in der Gesellschaft total positiv besetzt ist und belohnt wird. Ja. Also wenn man zu einem Vorstellungsgespräch geht, dann geht man da auch nicht in der Jogginghosen hin, sondern bemüht sich um ein besonders gutes Auftreten. Ja. Und das ist etwas, was Kinder und Jugendliche, also diese Wertung ist etwas, was Kinder und Jugendliche im virtuellen Raum fortsetzen, in Form von Social Media jetzt momentan. Mhm. So hast du angesprochen, virtuelle Räume. Und wie wirkt sich jetzt diese digitale Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen auf die analoge, also auf die reale Lebenswelt aus? Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Kann ich gerne. Also diese Unterteilung von analoger Welt und virtueller Welt ist etwas, was ja Jugendliche in der Form nicht machen. Ja. Und das macht da wenig Sinn, das so zu machen, für Jugendliche zumindest. Mhm. Ja. Weil das, was in der virtuellen Welt passiert, hat ja direkte Einflüsse auf das, was dann im nächsten Tag in der analogen Welt passiert. Mhm. Wenn ich jetzt Fortnite spiele, ja, mit dir, und ich steige mit dem Spiel aus, weil meine Mutter kommt und sagt, ich muss aufhören zu spielen, oder weil das WLAN schon abgedreht wird vom Papa oder warum auch immer, dann wird es am nächsten Tag trotzdem so sein, dass du sagst, Markus, du hast mit dem Spiel aufgehört. Ja? Und das hat dann tatsächlich vielleicht Einflüsse auf unsere Beziehung im schlimmsten Fall, ja, negative dann. Ja. Genauso ist es mit WhatsApp. Wenn ich auf WhatsApp mit einer Freundin streit, dann hat dieser Streit trotzdem Konsequenzen im realen Leben. Ja? Also diese strenge Unterteilung ist in Wahrheit gar nicht so zielführend. Zusätzlich zur Kommunikationsfunktion von sozialen Netzwerken nutzen Kinder und Jugendliche diese auch zur alltäglichen Informationsbeschaffung. Zum Beispiel schauen sie sich YouTube-Videos für Mathematik an oder sie nutzen auch den ZIP-Kanal auf TikTok, um aktuelle Nachrichtenmeldungen anzuschauen. Jetzt birgt die Nutzung sozialer Medien auch Gefahren. Was ist da für dich ein konkretes Beispiel dafür? Ich würde mir konkret so zwei große Themenblöcke einfallen. Zum einen es ist ja so, dass virtuelle Räume, vor allem Social Media und TikTok als Medium, das du gerade genannt hast, ein Medium ist, das vor allem von einer sehr jugendlichen Zielgruppe verwendet wird. Ja, also es ist etwas, wo Kinder und Jugendliche sich gern aufhalten. Und die Frage ist natürlich, wen ziehen solche Räume dann noch an? Ja? Das heißt, wir haben auf einer Plattform wie Musical.ly, die ehemals, also die von TikTok aufgekauft worden ist und jetzt TikTok heißt bei uns, ja, einen großen Teil, also große Menge von Cyber-Grooming-Vorfällen. Das ist so die Anbahnung von Erwachsenen an Minderjährige mit sexuellem Interesse, ja, in virtuellen Räumen. Und das war ein großes Thema und ist nach wie vor ein großes Thema. Ja. Also es gibt so einen Jugendschutzaspekt, der damit zu bedenken ist. Erstens und zweitens ist es natürlich das Vorhandensein von politischen Informationen, die nicht immer sehr quellenkritisch behandelt worden sind und die teilweise fragwürdig sind. Also im weitesten Sinne alles, was Fake News ist. Ja. Mhm. Und da ist es so, dass Kinder und Jugendliche von sich aus diese Quellenkritik natürlich nicht mitbringen und dass es da schon auf sozialen Plattformen problematische Auswirkungen gehabt hat. Also, was angefangen hat, wahrscheinlich noch vor der Wahl von Donald Trump in die Vereinigten Staaten, ja, wo doch Facebook und Cambridge Analytica damals so maßgeblich mitgespielt hat, bis jetzt hin zu Verschwörungstheorien zu Corona und dem Ukraine-Konflikt, wo doch auch Kinder und Jugendliche
in Gefahr sind, doch radikalisiert zu werden. Jetzt haben wir jetzt relativ allgemein über das Thema Social Media gesprochen. Wie schaut es jetzt im Kontext der Schule aus? Als Lehrperson kriegt man da sehr oft immer den Tipp, ja, Social Media, soziale Netzwerke sind sehr was Privates. Wie kann ich jetzt als Lehrperson aber das Thema altersgerecht ansprechen im Unterricht? Das wundert mich, dass du sagst, dass du den Tipp bekommst, dass soziale Netzwerke etwas Privates sind, weil soziale Netzwerke in Wahrheit das Gegenteil davon sind. Ja? Ja. Und zwar sind sie eine neue Öffentlichkeit. Das ist etwas, was gewisse Menschen, vor allem, man muss sagen, die Jugendlichen, habe ich das Gefühl, wissen das eh oft. Ja? Aber erwachsene Menschen sind sich dessen oft nicht bewusst, dass das, was da gepostet wird, an der breiten Öffentlichkeit sichtbar ist. Ja? Und dass man da auch strafrechtliche Vergehen begehen kann, ja? Indem man Holocaust leugnet, zum Beispiel auf Facebook. Ja? Ist kein Kavaliersdelikt. Genau. Also, aber wenn es darum geht, jetzt wirklich so in die Arbeit mit dem Medium zu kommen und mit Social Media, dann empfiehlt sich für mich in erster Linie bei Kindern und Jugendlichen nachzufragen, welche YouTuber, welche Twitch-Streamer, welche Influencerinnen schauen die sich gerne an. Ja? Und dann sich zu Hause hinzusetzen, eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und diese Videos anzuschauen. Ein oder zwei dieser Videos anzuschauen. Kann man das nicht auch im Unterricht einbauen? Wäre super, ja. Wäre super, aber es ist notwendig, zuerst sich ein paar Videos anzuschauen, weil diese Influencer sind natürlich nicht nur Markt- oder Marketing-Influencer, sondern auch Werte-Influencer. Ja? Also die verbreiten auch eine gewisse Wertehaltung. Und wenn die vielleicht fragwürdig ist oder wenn es da Aspekte gibt, die man besprechen kann im Unterricht, dann glaube ich, ist es ein total feiner Zugang, wenn man sagt, gerne auch als Überraschung, man schaut sich einmal die ersten 5 Minuten vom Unterricht ein Video von einem Influencer an und geht dann auf die Punkte ein, die dieser Influencer besprochen hat. Ja. Also würde sich anbieten, glaube ich. Und ich glaube, das ist so der Königsweg in die kindliche und jugendliche Lebenswelt, so das über diese Influencer zu machen. Also auch da ein bisschen Quellenkritik im Unterricht quasi machen. Zum Beispiel, ja, also Influencer sind ja auch sehr breit aufgestellt. Da gibt es die sehr junge Zielgruppe ansprechen, die sehr over the top laut sind und wo man sich als erwachsene Person wirklich bemühen muss, da eine halbe Stunde zuzuschauen. Ja. Aber es gibt auch andere YouTuber, der Rezo, der sehr bekannt ist auch bei Kindern und Jugendlichen, der sehr wohl sehr quellenkritisch arbeitet, ja, und das, was er behauptet, auch mit Quellen hinterlegen kann. Sehr spannend. Lieber Markus, danke fürs Gespräch. Vielen Dank.